Guten Morgen, Leute. Ich werde euch heute erzählen, wie mein Tag so abläuft, weil manche von euch gefragt haben. Und natürlich kann ich das sehr gerne machen. Und ja, fangen wir doch mal an. Als erstes gehe ich immer in die Küche und mache mir heißes Wasser, weil das ist halt einfach so, das tut einfach so gut, wenn man heißes Wasser oder es geht auch warmes Wasser, das ist auch okay macht. Und ja, das gieße ich mir dann auch immer in ein Glas. Das ist dann halt sehr schön warm und so. Und dann trinke ich das halt immer aus. Und dann mache ich mich auch schon ein bisschen fertig. Und als erstes dusche ich mich. So. Und dann gehe ich unter die Dusche, dusche. So, Leute. Dann ziehe ich immer gerne das hier an. Und dann ziehe ich halt gerne meine Maske an, weil meine Haare sind ja auch noch nass. Ja. Genau, dann putze ich auch meine Zähne. So. Dann werde ich jetzt ein bisschen warten und gehe dann erstmal in mein Zimmer und gucke einfach so ein paar Sachen. Ich muss noch ein bisschen arbeiten und auch ein paar Videos nachdrehen. Genau. So, Leute, ich habe mir jetzt hier einen Tisch vorbereitet, wo man sehen kann, was ich halt jetzt alles für meine Skincare-Routine benutze. Und als erstes benutze ich eine Creme von Slow. Und nicht wundern, meine Produkte sind halt, also eigentlich sind alle Produkte von Slow oder Glenz. Oder auch mein Parfüm ist von Eva. Und ja, Leute, fangen wir mal an. Als erstes benutze ich eine Creme von Slow. Die finde ich auch immer richtig gut. Und natürlich, Leute, müsst ihr aufpassen, dass ihr euer Gesicht auch gewaschen habt. Also, dass es sauber ist. Und nicht dreckig. Ja, Leute. Ich habe gerade ein bisschen ein kleines Problem. Das verblende ich dann ein bisschen. So. Dann benutze ich auch direkt schon eine Sonnencreme, weil man kann nie wissen. Ja, also Sonnencreme ist immer sicher, Leute. Das verblende ich natürlich auch nochmal. So. Dann benutze ich auch noch ein paar Tropfen für meine Augen. Ja, das muss ich ja nicht verblenden. Genau. So, und jetzt seht ihr einfach, wie es weitergeht. So, Leute, jetzt machen wir auch Puder drauf. Ich mache aber es immer sehr gerne natürlich, dass man nicht so viel sieht bei mir. Ich will natürlich natürlich wirken. Und dann benutze ich zu guter Letzt ein Parfüm. Aber das benutze ich erst, wenn ich mich umgezogen habe. Und ja, wir ziehen uns jetzt erstmal um. Ich habe mich natürlich für dieses Outfit hier entschieden, weil, Leute, das ist einfach mein Outfit. Ich liebe es einfach. Und ja, Leute, jetzt machen wir auch Parfüm drauf. Vielleicht war das ein bisschen zu viel. Naja, jetzt riecht erstmal mein ganzes Haus nach Parfüm. Aber egal, geht schon. So, Leute, ich habe mir jetzt auch Frühstück gemacht und ja, ich habe jetzt nicht gezeigt, wie ich mein Frühstück mache, weil
ich kann nicht kochen und dann sieht meine Küche mal wie eine Katastrophe aus. Und ja, Leute, diese Küche sieht nicht Katastrophe aus, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Aber ich habe natürlich auch alles schon wieder aufgeräumt. Okay, egal, Leute. Auf jeden Fall. Ich habe mir erstmal einen warmen Kaffee gemacht. Und ja, Leute, ich darf das auch mal trinken. Und ja, dann habe ich mir noch einen Joghurt gemacht mit Früchten und so. Und ja, Leute, guten Appetit. So, Leute, ich habe jetzt auch mein Frühstück aufgegessen und ausgetrunken. Ja, das werde ich jetzt erstmal sauber machen. Also nein, Leute, ich werde das jetzt nicht sauber machen. Ich habe eigentlich keinen Bock dazu. Okay, Leute, ich mache es später, okay? Ich mache es einfach. Leute, immer dieser Kack-Wasserhahn. Blöder Wasserhahn. Naja, egal. Ja, das machen wir jetzt einfach später, Leute. Oder ich mach's morgen. Keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Und ich wollte mich jetzt eigentlich auch gerne ein bisschen ausruhen. Ich wollte auch mein Buch lesen und ich wollte halt dazu halt hier rausgehen, weil es ist so schönes Wetter, die Sonne ist auch da. Und ja, Leute, ich hole jetzt erstmal mein Buch. So, Leute, ich habe jetzt erstmal mein Buch geholt und ich habe auch schon ein bisschen angefangen zu lesen. Falls ihr euch fragt, wo meine Eltern sind, die arbeiten leider auch am Wochenende. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich bin ja schon ein bisschen größer. Und ja, Leute, wir werden uns heute auch ein bisschen noch in der Stadt beschäftigen. Ja, ich weiß noch nicht wie, aber wir werden einfach mal gucken, was wir so machen. Okay, Leute? Genau, ich werde jetzt noch ein bisschen lesen und ich nehme euch dann, also, ja. Ja, ihr seht mich gleich wieder. So, Leute, ich bin jetzt hier im Einkaufszentrum. Ich habe mich entschieden zu shoppen, weil mir eh langweilig ist. Ja, okay, ich brauche auch ein paar Sachen vielleicht. Und wir gehen jetzt als erstes ins erste Geschäft. Hier kann man halt so Fotos machen. Wollen wir? Nee, machen wir nicht. Hier ist halt so ein Geschäft. Leute, hier ist keine Person. Hier ist keine Person. Okay. Okay, ist okay. Wahrscheinlich kommen die gleich, weil die macht irgendwas bestimmt. Auf jeden Fall, ich bräuchte eigentlich ein neues iPad mit einem Stift für die Schule. Aber, also mir würde halt auch das hier gefallen. Aber das ist viel zu teuer. Nein, ich wollte das nicht einpacken. Hallo. Das ist halt viel zu teuer und so. Und deswegen hole ich nichts. Ja, wir können jetzt direkt in den nächsten Laden gehen. Wow, hier ist ein Blumengeschäft. Leute, wie wäre es, wenn wir irgendwie so eine Blume nehmen? Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ich diese Katzenblume mitnehmen soll. Also es ist keine Blume, das ist so eine Pflanze einfach. Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob die auch in mein Zimmer passt und ob ich die mitnehmen soll oder kaufen soll. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr antworten würdet und das in die Kommentare schreibt. Und ja, aber ich stelle die erstmal zurück, weil... Ja, Leute, ja, genau. Aber hier gibt es schon richtig schöne Blumen, finde ich. Ja, gehen wir aber trotzdem weiter. Leute, ich antworte. Was für Antworte? Ich warte auf eure Antwort dann in den Kommentaren, ob ich diese Blume mitnehme. Wir fahren jetzt in den zweiten Stock. So, Leute, wir sind jetzt angekommen. Und es ist sehr komisch, warum hier keine Mitarbeiter sind. Ich bin enttäuscht, Leute. Hallo.
Okay, der antwortet mir nicht. Egal, ist ja auch nur ein Roboter. Warum bin ich eigentlich hier hingegangen? Ich habe das Gefühl, dass heute alle Leute frei haben. Oh, Leute, lasst ein Eis holen. Bitte, das wäre richtig geil. Wir holen uns jetzt ein Eis. Okay, ich brauche erstmal meine Karte. So. Ich muss mir jetzt erstmal... Ich finde dieses Sound hier so geil. Okay, Leute, was wollen wir nehmen? So, das sieht... Also, das mit diesem Blau. Leute, lasst einfach alles nehmen. Nein, geht nicht. Okay, Leute, man kann nur eine Sorte nehmen, aber ich habe jetzt auf Versehen eine andere noch gezogen. Aber Leute, das sieht doch voll geil aus. Ja, Leute, das genießen wir jetzt erstmal. Shoppen kann auch so anstrengend sein. Was schmeckt das? Das war geil. Ich wollte jetzt eigentlich nicht meine Tasche rausnehmen. Wir können jetzt weitergehen. Oh, Leute, hier gibt es einfach Wellness. Wollen wir hier hingehen? Guten Tag. Wissen Sie, wie viel das hier kostet? Ja, ich bin hier die Mitarbeiterin. Das kostet 30 Euro pro Stunde. Nee, danke. Tschüss. Leute, das war einfach viel zu teuer. 30 Euro pro Stunde. Das geht nicht. Okay, Leute, wir sind jetzt in ein Babygeschäft. Wie süß. Aber wir sind kein Baby mehr, deswegen gehen wir. Ja. Leute, also, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon, oben gibt's Essen. Also, in der dritten Etage gibt's Essen. Wollen wir das? Wir gehen jetzt in die dritte Etage, Leute. So, Leute, ich habe mir jetzt erstmal was zu essen geholt. Ja. Also, ich habe euch da jetzt leider nicht mitgenommen, aber egal. Ich habe auf jeden Fall jetzt so eine Dönertasche, keine Ahnung, mit so Fleisch und Zwiebeln und Gurke und Salat und Tomate. Und ich habe mir einen richtig geilen Bubble Tea geholt und ich liebe Bubble Tea. Und Leute, das werden wir jetzt erstmal essen. Leute, das ist immer wieder geil. Falls ihr euch fragt, wo der Wagen und meine Tasche ist, das habe ich jetzt erstmal weggetan. Ja, Leute. Jetzt gehen wir, glaube ich, erstmal nach Hause, weil... Ja. Okay, Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe einfach meine Tasche weggeschmissen. Leute, ich habe meine Tasche weggeschmissen. Ich habe meine Tasche aus Versehen weggeschmissen. Okay, Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, guck mal. Ich war hier auf der Toilette. Die Toilette war offen. Wie dumm kann ich sein? Ich stell meine Tasche einfach hier hin und vergesse, dass hier eine Toilette ist. Also so gesagt, habe ich meine Tasche jetzt weggeschmissen. Aus Versehen. Weil ich nicht wollte, dass sie geklaut wird. Okay, Leute? Ja, Leute, meine Tasche ist weg. Geil, ne? Ich habe sie so geliebt. Deswegen, Leute, Leute, ich meine das jetzt ernsthaft. Also, ich bin jetzt nicht gerade jetzt, ich mache jetzt gerade keinen Tukabuka-Flug. Ich bin jetzt normal, okay? Ich bin jetzt ganz normal. Also, Leute, so gesagt, vergesst ihr, dass ich jetzt gerade hier in Tokaboka irgendwas spiele, sondern ich bin jetzt ernsthaft Hannah, okay? Ich bin jetzt ernsthaft Hannah. Leute, ich wollte einfach für euch spielen, dass ich hier auf der Toilette war.
wieso geht das jetzt nicht? Dass ich hier auf der Toilette war. Leute, ich habe einfach meine Tasche in diese Kacktoilette getan, weil ich vergessen habe, dass eine Toilette ein Mülleimer ist. Also man kann es auch als Mülleimer benutzen. Und jetzt ist meine Tasche weg, Leute. Und ich habe sie so geliebt. Und Leute, ich bin jetzt einfach wirklich ein bisschen sehr traurig, weil man kann die jetzt auch nicht wieder zurückbekommen oder so, ne? Also die Sachen, die da drin waren, ja, okay, die kann man ja wieder bekommen, aber shit, da war noch die Flasche drin. Naja, egal, Leute, ja, passt bitte auf, wenn ihr Sachen mitnehmt bei Tokaboka hier auf Klos und die offen sind, packt die niemals in die Nähe von Toiletten. Das wird immer blöd enden. Genau, deswegen fange ich jetzt einfach nochmal von zu Hause an, Leute. Hi, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt machen soll, weil mir ist ernsthaft ein bisschen langweilig. Ja, Leute, wir gehen jetzt mal am besten in mein Zimmer, weil, ja, mir ist eingefallen, dass ich ein paar Tagen, also nächste Woche, schreibe ich eine Arbeit. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen lernen, Leute. Oder ja, ich muss ein bisschen viel was aufmachen. Ich brauche auch noch mein Notizbuch. Yay, Leute, ist ein bisschen viel, ne? So, dann lerne ich jetzt ein bisschen. So, Leute, es ist jetzt auch schon mittlerweile abends geworden und ich beende das Video jetzt auch schon leider, weil, ja, ich muss auch bald ins Bett gehen und so. Es hat wirklich Spaß gemacht, euch zu zeigen, was ich so heute gemacht habe. Und ja, Leute, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liken würdet und wenn ihr noch nicht mich abonniert habt, dann abonniert auch gerne. Und ja, Leute, beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.